kommt der? Von oben oder unten? Wenn man es nicht direkt sieht, ist es meistens ein Spieler. Jetzt kommt der eine doch noch, der blöde Magier. Das ist gar nicht der Magier. Ich weiß nicht, warum ich die Backsteps nicht mehr schaffe. Warum er die Backsteps nicht mehr macht. Verstehe ich nicht. Ah. Ah, Mist. Wir sind ja drei von denen, verdammt. Wartet mal. Wenn ich ihn hier in der Nähe töte. Müsste doch mit seinen Seelen. Müsste das eigentlich auch klappen. Dass ich die anderen belebe. Funktioniert. Ihr seid so langsam. Ach, da habe ich zu viel Ausdauer verbraucht. Da habe ich zu viel gewollt. Aber ich verstehe nicht, warum ich denen auch Schaden machen kann, wenn die noch nicht lebendig sind. Weil da ergibt sich für mich eigentlich gar keinen Sinn, die überhaupt zum Leben zu erwecken. Und du bist keine Mimik, das haben wir gerade schon gesehen, weil ich schon gegen dich geklopft habe. Schwungenes Nilgroßschwert. Finstergeist. Ja, den haben wir eben schon gehört, dass er hier in diese Welt gekommen ist. Jetzt ist er schon gefragt, wo er bleibt. Ja, ja, ja. Mich auch, Junge. Oh Gott, jetzt keinen Mist machen. Okay. Hat er was verloren? Nee. Silberner Talisman, 10 Stück davon. War jetzt hier unten noch ein anderer Weg? Irgendwie gerade sowas im Hinterkopf, war mir aber nicht sicher. Ja, hier geht's nämlich auch noch rüber. Ah, so viele Wege. Hier war auf jeden Fall auch vorher was, was weggeschmolzen ist irgendwie. Und da sind auch wieder diese Golems und ich frage mich, was es mit diesen Golems auf sich hat. Theoretisch brauche ich die doch alle gar nicht besiegen. Ich glaube, dass ich da rechts gleich rauskomme, wenn ich hier lang gehe. Das sieht mir so aus, als ob das hier der Weg wäre. Oder auch nicht. Hier kann ich droppen. Leuchtfeuer rechts. Ach, ich bin wieder am Start jetzt. Aber das ist das gleiche Leuchtfeuer, was wir schon kennen. Hier geht's wieder zurück
zum Ausgangsleuchtfeuer. Das bringt mir ja jetzt nichts. Das ist auch kein Shortcut oder irgendwas. Und so viele Seelen habe ich jetzt auch nicht, dass ich die in Sicherheit bringen möchte. Deswegen geht es weiter. So, die muss ich theoretisch da hinten besiegen, damit der die Seele aufnimmt. So, eine Seele ist transformiert zu dem dicken. Wow, der ist schnell. Das Skelett. Ich will den eigentlich gar nicht bekämpfen. Wobei, ich kann ja den Dicken hinten besiegen. Rein theoretisch. Ich hab schon gedacht, dass das zu weit ist. Wieso ist der so passiv jetzt auf einmal? Sehr komisch. Okay, es ist eigentlich ein paar verschwendete Seelen, weil der Dicke hier gibt halt 3000. Und die sind halt weg, ne? Weil die konsumiert werden von dem anderen Typen. Man sieht halt nichts, ne, in dem Gang hier. So, jetzt finish ich ihn. Und dann überlebt den zweiten. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon habe. Ob ich überhaupt was davon habe. Oder ob es einfach dumm ist. Ist, das habe ich nicht mehr. Es wäre echt mal cool, wenn hier ein neues Leuchtfeuer käme, so langsam. Oder irgendein Shot, also dass ich irgendeinen Shortcut öffne. Ich hätte ja zurückgehen können zum Start, aber das bringt mir halt nichts. Tür. Schmetterling. Die lügen doch alle, die Leute. Oh! Das war nicht gelogen. Kann hier irgendwo runterdroppen. Und da unten sieht es so aus, als wäre da ein Leuchtfeuer, aber... Ja, das ist ein Leuchtfeuer. Aber das ist, glaube ich, eins, was ich schon kenne. Ach, genau. Ja, ja. Das ist das eine Leuchtfeuer. Das kennen wir schon. Das ist alles schön und gut, dass ich hier die Rückwege zu den Leuchtfeuern aktiviere. Oh, das ist doch Endboss, oder? Nee, warte mal. Ah, doch, das könnte sein. Gut drüber nachdenken. Oder ist das einer von den Leuten, die mich unterstützen im Bosskampf? Ach, geil! Ein Ritter aus Idiomlois sucht das Chaos. Das ist geil. Das heißt, ich habe jetzt 2 von 4 gefunden, die mir dann beim Endboss helfen. Okay. Ja, 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 ja. Okay, ich bin unmittelbar nach dem Boss. Nach dem ersten Boss. Da habe ich jetzt hier links einen Shortcut geöffnet. Okay, der erste Shortcut, endlich, wurde auch Zeit. So, dann kann ich theoretisch, kann ich nur hier diese illusorische
das Ding hier runterspringen. Ansonsten war ja hier nichts mehr. Wobei ich mir hier auch nicht sicher bin, ob ich hier nicht schon gewesen bin. Nein, bin ich scheinbar nicht. Was war hier auf der Seite? Komm nicht um ihn rum. Jetzt. Ah. Wieso kann ich... Wieso backsteppt er ihn nicht? Verstehe ich nicht. Ein Schild raus. Die Animation ist schon längst beendet. Ah. Ah, okay. Bin ich hier? Clownring. So, dann gehen wir mal hier weiter, würde ich sagen. Wie soll man denn dem Speer ausweichen? So schnell geflogen. Ist das hier der Raum, den ich von oben gesehen habe, wo ich runterdroppen konnte? Du bist ja wohl der offensichtlichste Typ überhaupt. Sackgasse voraus. Aber was soll dieser Weg dann, wenn hier nur diese Sackgasse ist? Was soll ich denn hier? Oder kommt man hier von irgendwie von woanders noch hin? Hier geht's ja auch nicht weiter. Da komme ich unmöglich rüber. Ah doch, ich kann hier runterdroppen. Na, dann geht's hier wohl weiter. Aber da bin ich wieder auf der Ebene, wo das Leuchtfeuer ist. Also im Prinzip auch nur wieder ein Weg zurück. So, aber ich bin auf einer anderen Seite, an einer ganz anderen Stelle. Ah, hier oben bin ich jetzt. Hier ist aber auch nur eine Sackgasse. Zweiköpfiger Großbogen. Das klingt nice. Gucken wir uns den mal an, was der kann. Zweiköpfiger Großbogen. Ein Großbogen aus Tierknochen. Die edle Verarbeitung lässt auf eine Herkunft in Lana 4 schließen. Das ungewöhnliche Aussehen scheint zeremonielle Gründe zu haben, kann aber auch nur zur Einschüchterung dienen. Schauen wir uns mal an, was der für Werte hat. Ob der besser ist als mein Drachenreiterbogen. 185 physisch, dafür nichts, kein magischer Schaden. Insgesamt macht meiner hier 100, ja, der ist auf jeden Fall besser. Es geht ja auch A mit Stärke, wahrscheinlich ist er deswegen stärker. Ja, weil er viel höher, viel besser skaliert. Ist er denn, ah, aber der ist richtig schwer, was? Der wiegt nur 3 und der wiegt 15, Alter, was ist denn das für ein Bogen? Okay. Kommt leider nicht in Frage, den auszurüsten. So, und für uns kommt jetzt nur noch in Frage, hier runterzuspringen, so wie es aussieht.
kamen wir von hier noch irgendwo hin, wo wir noch weitergehen wollten. So, der ist abgefrühstückt, der Weg. Hier hinten konnte ich noch irgendwo runterdroppen, ne, wo wir noch nicht waren. Hier war nichts mehr, oder? Nee. Wir haben eine Menge gesehen, aber irgendwie nichts, was uns jetzt groß weiterbringen würde. Wir hatten aber noch ein paar Stellen offen, wo man aber auch nicht mehr zurückkam, wenn man diesen Weg einmal geht. Deswegen sind wir nicht gegangen. Ich glaube, hier war auch eine der Stellen, ne? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann bleibt uns nur übrig, dieses Leuchtfeuer zu benutzen. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Aber hier war kein Boss oder ähnliches. Das Einzige, was sehr gut ist, was wir gefunden haben, ist dieser Ritter am Ende des Ganges. Das war so mehr oder weniger... Ja, der letzte Raum, den wir gefunden haben, wo dieser Ilium Lois Ritter saß, der uns jetzt im Bosskampf unterstützen wird. Vielleicht gibt es auch gar keinen anderen Boss mehr, nur noch den einen. Und der Rest der Welt hier besteht aus Rittersuchen. So, wir reisen. Wir haben 27.000 Seelen. Ach komm, wir reisen aber nach Majula, holen uns ein Level up. Müssen wir noch mal ein paar Seelen für konsumieren. 27.000 ist so fast die Grenze, wo ich sagen würde, es lohnt sich eigentlich noch nicht, was zu konsumieren. 39.600 brauche ich, okay. So viele von den ganz großen habe ich nämlich auch nicht mehr. Oh, das war eine richtig große. Das war aber die Seele eines Helden noch, oder? Ich habe jetzt gerade nicht aus Versehen eine Bossseele gefressen. Ich habe nämlich auf den Namen nicht geachtet, nur auf das Symbol. So. Gut. Dann geht's wieder zurück. Ja, uns fehlen noch zwei Leuchtfeuer tatsächlich. Ich glaube, wir müssen wieder zurück an das erste. Hier hat sich ja nichts mehr verändert, gehe ich mal von aus. Da hinten haben wir einen neuen Shortcut. Jetzt klappt das Backstab auf einmal wieder. Ach, dumm. Keine Ahnung, warum ich da das Schild nicht hochgenommen habe, beziehungsweise viel zu spät. Noch ein Eisflorett. Ich weiß nicht, ob es noch was bringt, die verbliebenen Fackeln anzuzünden. Hier waren ja noch ein paar, die man anzünden konnte unterwegs. Da sind wir eben gewesen. Oh. Hab ich jetzt ein bisschen Pech gehabt. War hier nicht noch so eine Dolchi-Frau?
Hier war auf jeden Fall eine. Schneller als du. Was eigentlich ein Wunder ist, weil meine Waffe viel, viel schwerer ist als euer kleines, leichtes Rapier. Ach, da war die. Blöde deutsche Frau. Ach, er trifft mich natürlich. Liegt sich auch keinen Millimeter fort, ne, von hier. So, der ist gespickt von Pfeilewerfern. Die sind halt schon ein bisschen nervig. Hat nicht geklappt. Manchmal verstehe ich es nicht. Ja, ich weiß, dass du da oben bist. Aber erstmal die hier. Ach, hier haben wir auch noch den Weg, ne, glaube ich. Gut, dann gehe ich jetzt erstes hier lang. Das ist eigentlich Quatsch, dass ich den besiege. Hier haben wir noch diesen Fahrstuhl. Ich bin mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Hier sollte jetzt eigentlich gleich dann aber auch ein Leuchtfeuer kommen. So als Zeichen dafür, dass jetzt hier ein neues Gebiet beginnt. Genau, hatten wir diese Bildung auch ganz putzigen Asenratten. Hier bin ich noch nicht gewesen. Einfach aufpassen auf deutsche Frauen, die sich irgendwo verstecken. Oh, und ihr seid aber ganz schön fies. Oh, ihr seid das Pendant zu den. Zu diesen Rädern. Zeit nicht mehr gestorben. Schade, dass es jetzt passiert. Okay, die Viecher sind nicht zu unterschätzen. Die Karnickel sind das Pendant zu den zu den Skeletträdern aus Dark Souls 1. Und gerade wenn die im Dreierpack auftreten, dann wird es richtig übel. Ei, Asiel, ist ja gerade richtig gekommen. Ich wette, du hast meinen Tod noch mitbekommen, was? Wo du reinkamst in den Stream. Hast du mir wieder mal Glück gebracht. Direkt mal verreckt. Jetzt sind wir gebissen. Na komm. Wie geht's dir denn eigentlich inzwischen? Hä, ich hab doch das Schild oben gehabt. Versteh's jetzt nicht. Gegner töte ich.
will es hier nicht überhasten. Könnte natürlich auch versuchen, einfach durchzulaufen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Und schon nicht so ohne die Gegner. Oh, du lebst noch. Euch locke ich wieder. Der hat ganz gut funktioniert. Von dem Schwert so geil. Deswegen kommt für mich momentan auch kaum eine andere Waffe in Frage. Oh, jetzt hätte ich sie hier fast vergessen. Bin klar, dass er mich wieder trifft. Weil ich bei ihr nicht die ideale Distanz hatte. Ich zu wenig Schaden gemacht. Tag hier wieder nicht den Backstep geschafft. Ja, wieder das Schild oben. Zähl mir nix. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ja, wieso bin ich denn gerade so dumm? Die habe ich eben mit links gemacht und jetzt sterbe ich hier zweimal hintereinander an den gleichen Kackgegnern. Ja, jetzt habe ich eh nur noch 6000 Seelen, die ich einsammeln könnte. Ich versuche mal durchzulaufen. Die Hand sieht immer noch gegrillt aus, verheilt aber ganz gut. Verband seit letzter Woche runter, ich mache langsam wieder Sachen. Danke der Nachfrage. Wie kommst du denn mit deinem Schwengel voran? Die arbeiten gut. Versuch mal hier durchzukommen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Tot. Okay, das funktioniert so nicht. Hier kommt man nicht durch, ohne die zu töten. Naja. Versuch war es wert. Wie sieht deine Hand denn aus? Ist die noch, so Brandwunden suppen doch immer so eklig, oder? Deswegen traut man sich ja auch gar nicht richtig irgendwas zu machen. Das ist alles so ein Nest, oder? Oder ist das bei dir schon nicht mehr so? Ist das schon alles gut verheilt? Jetzt richtig. Die Hunde kann man schön austricksen, indem man dahinter diese Kante geht, weil sie dann irgendwie out of sight sind scheinbar und nicht mehr ihren frontalen Angriff machen und dann eher wieder in die Verteidigungshaltung gehen.
ist eigentlich mit ihr los, dass ich sie jetzt auf einmal nicht mehr one-hitte? Das war knapp. Wie schnell bist du denn hier? Gegen alle muss ich jetzt auch nicht gleichzeitig kämpfen. Shot.